Friedrich Engels geboren in Barmen, einem Teil von dem heutigen Wuppertal. Und die Stadt Wuppertal hat an für sich ein größeres Programm geplant gehabt, in diesem und teilweise im nächsten Jahr. Aber ein Gutteil dieser ganzen Veranstaltungen sind leider der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ich denke, dass es trotzdem interessant ist, dass wir uns ein bisschen über Friedrich Engels und sein Wirken unterhalten, beziehungsweise ich dazu einiges vortragen will. Ich will gleich sagen, ich bin jetzt nicht der große Experte, also es ist kein Vortrag für die großen Kenner von Engels, wo dann ins Einzelne gehende Subtilitäten diskutiert werden sollen, sondern es soll eigentlich ein Vortrag sein für ein interessiertes, allgemeines Publikum, was eben sich für dieses Thema interessiert. Das ist die Gliederung. Die Gliederung richtet sich ins starke Maße, selbstverständlich, nach der Geschichte Deutschlands. Denn Engels hat ja in vielerlei Hinsicht auf die geschichtlichen Entwicklungen in Deutschland und Europa reagiert. Ich habe das gegliedert in vier Teile. Nämlich erstens die Entwicklung von Engels bis zur Revolution von 1848-49, an der er ja auch Manu Militari in Baden und der Pfalz teilgenommen hat. Dann die zweite Epoche 1849 bis 1870-71. Das ist die Zeit, wo er sich dem üblen Kommerz hingegeben hat. Das heißt, er musste in der väterlichen Fabrik in Großbritannien, in Manchester, entsprechende Leitungsaufgaben wahrnehmen. Das heißt, er hat sich de facto als Kapitalist verdient. Die dritte Epoche ist dann die von der deutschen Reichsgründung 1871 bis zum Tode von Marx 1883. Und die vierte Epoche, die ich darstellen will, ist die dann danach, als die Arbeiterbewegung entstanden ist und zunächst unter den Sozialisten Gesetzen, die Bismarck erlassen hatte, arbeiten musste. Und 1890 kam es dann zur Aufhebung des Sozialistengesetzes und 1891 zum bekannten Erfurter Programm, worauf sich ja teilweise bis heute diverse Strömungen der Arbeiterbewegung beziehen. Friedrich Engels, wie gesagt, ist geboren in Barmen. Barmen gehörte damals zu diesem kleinen Fürstentum Jülich-Kleve-Berg, was Teil seit Napoleon von Preußen geworden ist. Das hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Teilweise hat er sogar zu Bayern gehört. Er ist am 5. August 1895 gestorben und selbstverständlich ist es sehr, sehr schwierig, ihm sozusagen gerecht zu werden, weil er ungeheuer viele Rollen ausgefüllt hat. Wie gesagt, er war Unternehmer, er war Historiker, er war Philosoph, er war Gesellschaftstheoretiker, er hat sich als Journalist verdient und er war selbstverständlich revolutionär in einem Sinne, den wir noch diskutieren müssen. Bekannt ist er selbstverständlich durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Karl Marx. Diese Zusammenarbeit wird häufig so dargestellt, dass er in gewisser Weise 20 Jahre lang der Financier oder sogar ein bisschen länger war und dass selbstverständlich Karl Marx das Kapital ohne die moralische und finanzielle Unterstützung von Friedrich Engels nicht hätte schreiben können. Engels Familie, Engels Vater, der genauso hieß, war eben Baumwollfabrikant. Das heißt, er hat sehr früh sich in diesem ersten Zweig des entstehenden Kapitalismus verdient. Einerseits in Großbritannien, also in Manchester, andererseits aber in Wuppertal auch. Und die beiden Städte waren miteinander verbunden über die Rheinschiene. Der Rohstoff
Und das ist ja, wenn man so will, eine erste Form von Globalisierung. Die Baumwolle nämlich kam aus den USA, aus den Südstaaten und wurde de facto durch Sklavenarbeit hergestellt. Ein Thema, was sowohl Marx wie Engels ja auch noch beschäftigen sollte. Die Mutter von Engels, Elisabeth, geborene von Haar, stammte aus einer Lehrerfamilie und Friedrich Engels Sohn war das erste von 9 Kindern. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, da werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen am Schluss, ist der sogenannte pietistische Hintergrund. Das heißt, diese Familie gehörte einer ganz bestimmten Strömung des Protestantismus an, die sich in einigen Punkten deutlich vom protestantischen Mainstream, so wie er in Preußen gepflegt wurde, unterschied. Das hat meines Erachtens eine gewisse Bedeutung für Friedrich Engels, die, glaube ich, noch gar nicht wirklich reflektiert worden ist. Also hier könnten man noch Dissertationen vergeben. Auf dem Bild sehen wir das Geburtshaus von Engels. Dieses Geburtshaus ist inzwischen ein Museum. Man kann das also unter Normalbedingungen zumindest besuchen. Bitte weiter. Ja, die Auseinandersetzung von Friedrich Engels ist zunächst mal eine Auseinandersetzung dem Pietismus, beziehungsweise dem, wie er das genannt hat, teilweise religiösen Mystizismus der Familie und seiner Umgebung. Die beginnt sehr, sehr jung. Engels war ja auf dem Gymnasium, wurde aber, bevor er Abitur machen konnte, von seinem Vater runtergenommen, weil er gesagt hat, du machst jetzt eine Lehre bei uns im Betrieb. Und in dieser jungen Zeit, in der er kein Abitur machen konnte, hat er bereits unter dem Pseudonym Friedrich Oswald die sogenannten Briefe aus Wuppertal geschrieben. Diese Briefe aus Wuppertal behandeln sowohl soziale wie vor allem auch philosophische Themen. In dieser Zeit gehörte Friedrich Engels im weiteren Sinne zum sogenannten jungen Deutschland. Das heißt, dieser demokratischen bis radikaldemokratischen Bewegung der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, dessen wichtigste Repräsentanten Börne, Gutzkow und natürlich Heinrich Heine gewesen sind. Die Auseinandersetzung lässt sich vor allem auch verstehen im Hinblick auf den großen Geist der damaligen Zeit. Das war in gewisser Weise der Weltgeist Hegel, der bereits tot war, aber zahlreiche Schüler hinterlassen hatte. Und diese Junghegelianer, die also versucht haben, das Erbe von Georg Friedrich Hegel aufzuarbeiten und weiterzuführen, spielen in Deutschland und spielen auf der politischen Linken eine ziemlich große Rolle. Das Besondere bei Friedrich Engels ist gewesen, dass er ein ungeheures Gedächtnis hatte. Er konnte 12 Sprachen und man kann sagen, so sämtliche Sprachen der umliegenden Länder aktiv sprechen und er beherrschte 20 weitere Sprachen, natürlich Latein und Griechisch in Bestform, aber auch Altgermanisch oder Altpersisch und so weiter. Also es ist schon unglaublich, wie sehr er hier Voraussetzungen geschaffen hat, die dann später in seine Arbeiten zur Ur- und Frühgeschichte der Menschheit eingeflossen sind. Interessant ist, dass Engels derjenige gewesen ist, der die Schrift Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie verfasst hat. Er hat sich also lange vor Marx intensiv bereits mit der politischen Ökonomie generell und natürlich des Kapitalismus im Besonderen beschäftigt und hat eben vor diesem Hintergrund
insbesondere die Arbeiten von Adam Smith und dann von David Ricardo, den beiden großen englischen liberalen Denkern, rezipiert. In dieser Schrift wird gesagt, dass für den Kapitalismus zentral sei das Privateigentum. Wir wissen, dass das von Marx dann entsprechend weitergeführt wurde. Marx hat ja eben dann und dann später auch Engels gesagt, nein, das Privateigentum gibt es auch in anderen nicht kapitalistischen Gesellschaften. Entscheidend im Kapitalismus ist zunächst mal die Ware. Und all das, was mit dieser Ware zusammenhängt. Und ihr wisst ja, dass der Band 1 des Kapital von Marx dann tatsächlich auch mit genau dieser Kategorie der Ware beginnt. Friedrich Engels hat dann Anfang der 40er Jahre in Berlin, auch das hat dem Vater nicht so sonderlich gefallen, Militärdienst gemacht, den sogenannte Einjährige. Das hat er auch deswegen getan, weil diejenigen, die den Militärdienst absolviert hatten und die mittlere Reife hatten, die konnten dann tatsächlich die Universität besuchen, was er zeitweilig auch getan hat. Die Hauptauseinandersetzungen in den 40er Jahren waren zunächst eben die Auseinandersetzungen um die Frage der Religion, besonders die Auseinandersetzung mit Ludwig Feuerbach. Und man kann sagen, dass unter dem Eindruck französischer Denker Engels und natürlich auch Marx, wiewohl die beiden sich erst etwas später kennengelernt haben, zunehmend materialistische und dialektische Positionen entwickelt haben. Und wenn ich sage materialistische Positionen, dann kann man sich den Merksatz sozusagen merken, um zu wissen, was es ist. Das Sein bestimmt letztlich in letzter Instanz, wie Marx und Engels immer wieder gesagt haben, das Bewusstsein. Also man muss aufpassen, dass das kein mechanistisches Verhältnis ist, aber trotzdem ist klar, letzten Endes ist das Sein entscheidend. Die erste Zusammenkunft zwischen Engels und Marx fand im November 1842 statt in Köln. Marx war damals Redakteur der Rheinischen Zeitung und auf der Reise nach Manchester, wo er eben in der Fabrik des Vaters arbeiten sollte, beziehungsweise seine Lehre vervollständigen sollte. Diese Fabrik war die Baumwollspinnerei Ermen und Engels. Ist er dann nach Manchester weitergereist. Und hier beginnen dann sehr, sehr bald die Kontakte mit der frühen britischen Arbeiterbewegung. Das sind einerseits die Chartisten. Chartisten bedeutet, dass sie eine Charta fordern, beziehungsweise die Anwendung einer bestehenden Charta auf die Arbeitenden verlangen. Das sind, wenn man so will, in diesem Sinne Radikaldemokraten. Und andererseits gibt es die frühsozialistische Bewegung von Robert Owen, die versucht, wenn man so will, am Kapitalismus vorbei, gemeinschaftliche Organisationen für die Arbeitenden zu schaffen. Denn die Erfahrung der damaligen Zeit, gerade der 40er Jahre, war ja eben, dass die Arbeitenden ein ungeheures Elend zu erleben hatten und dass die Verhältnisse, insbesondere in den Arbeiterbezirken der jeweiligen Großstädte, insbesondere auch in Manchester oder Liverpool oder auch London, jeder Beschreibung gespottet haben. Weiter. Ja, nun zu den sozialen Bewegungen der Zeit bis zur Revolution. In Deutschland ist der große Wendepunkt, weil vorher hat man ja gedacht, die Arbeitenden, das sind eben Objekte der Ausbeutung, aber die haben keinen eigenen Willen. Und im Juni 44 fand in Schlesien der berühmte Weberaufstand statt, der ja dann de facto niedergeschlagen wurde mit militärischer Gewalt von Preußen. Interessant ist der Weberaufstand nicht nur, weil er eben von Gerhard Hauptmann dann später dramatisiert worden ist, sondern weil wir es hier mit einem Kipppunkt der Entwicklung zu tun haben.
Die Weber sind eigentlich ja noch Handwerker. Das ist kein klassisches Proletariat, aber sie sind dabei, verproletarisiert zu werden. Und genau dagegen wenden sie sich. Das heißt, wir sind auch historisch an einem Kipppunkt, wo die ganzen in Handwerken tätigen Menschen noch versuchen, die angebliche oder wirkliche frühere Situation wieder herzustellen. Und das Interessante ist, dass gerade Engels jemand war, der führend an der Rezeption dieser neuen Situation beteiligt war. Bereits im Jahre 1845 erschien sein ziemlich berühmt gewordenes Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Und wenn man sich die deutschen Verhältnisse anguckt, dann war das, wenn man so will, die erste Soziologie der Arbeitswelt. Es gab Vorläufer in England oder in Frankreich, insbesondere Flora Tristan, die ja schon früher ein Buch über London geschrieben hat, wo sie dieses Thema Elend der Arbeitenden, Elend auch der Iren, die ja einen erheblichen Teil des Proletariats in London gebildet haben, aber auch die Lage der Frauen herausgearbeitet haben. Aber wenn man so will, ist selbstverständlich die Analyse von Engels erheblich, wenn man so sagen kann, soziologischer. Und interessant ist, dass er im April 1845, nachdem die Ausbildung in Großbritannien beendet war, dann nach Brüssel übergesiedelt ist und es dort zu einer engen Zusammenarbeit mit Karl Marx gekommen ist und beider Werk, selbst wenn es dann unter dem Namen von Marx ausgegeben worden ist, ist die Heilige Familie. Die Heilige Familie ist eine Abrechnung mit den Neuhegelianern, insbesondere mit Bruno Bauer und Max Stirner. Max Stirner gilt ja als einer der Stammväter des Anarchismus. Und die Auseinandersetzung mit dem Anarchismus, seinen Fähigkeiten, aber vor allem auch seinen Unfähigkeiten, sollte ja das Werk von Marx und Engels in erheblichem Maße also in erheblichem Maße vorkommen. 1847 wird dann in Brüssel der Deutsche Arbeiterverein gegründet, wenn man so will. Das waren natürlich hauptsächlich Intellektuelle, aber das ist im Grunde so der erste Ansatz einer eigenständigen Organisation von Arbeitenden. Wenn auch, wie vorhin gesagt, ähnlich bei den Webern, also diese Arbeitenden, das waren im Wesentlichen Handwerker. Insbesondere natürlich in für die damalige Zeit eher privilegierten Berufen, nehmen wir mal Uhrmacher her oder andere Gewerke, die eben eine lange historische Tradition hinter sich hatten und auch, das ist sehr wichtig zu betonen, eine lange Tradition von einer gewissen Selbstorganisation. Bitte weiter. Ja, also 1847 treten sowohl Marx wie Engels dem sogenannten Bund der Gerechten bei und auf Betreiben, insbesondere auch von Engels, wird diese Organisation dann in Bund der Kommunisten umbenannt. Das ist natürlich von sehr, sehr großer Bedeutung, weil vor diesem Hintergrund ist dann das Kommunistische Manifest entstanden. Und das Kommunistische Manifest gilt ja als das Buch nach der Bibel mit der zweithöchsten Auflage aller Werke überhaupt. Darin findet sich natürlich auch ein biblisch-prophetischer Ton, der sicherlich zur Verbreitung dieses Werkes in erheblichem Maße beigetragen hat. Und natürlich ist die Parole weltbekannt, die Parole des Bundes der Gerechten war, alle Menschen sind Brüder und nun wird eben diese Parole verändert in Proletarier aller Länder, vereinigt euch, natürlich männliche Form. Interessant ist in diesem Zusammenhang eben,
dass der Begriff Proletariat, der eigentlich ein aus dem Römischen kommender Begriff ist, er meinte in Rom die Unterklassen, nun mehr und mehr auf die lohnabhängigen Männer, muss man hauptsächlich dazu sagen, nicht nur, aber im Wesentlichen umgedeutet worden ist. Ja, und ich habe da noch einen wichtigen Punkt angehängt, also diese revolutionäre Auseinandersetzung, die ja etwa 1847 beginnt und bis etwa 1849, 50 anhält, hat natürlich dazu geführt, dass eine sehr, sehr breite Presselandschaft entstanden ist, einfach deswegen, weil durch die Revolution die Pressefreiheit erkämpft worden ist. Vorher gab es ja die Zensur durch die Behörden. Und eben Engels hat sich sowohl am Eberfeld-Aufstand wie insbesondere am Badisch-Pfälzischen Aufstand auch militärisch beteiligt. Es gibt mehrere Deutungen, warum er der General genannt wurde in der Arbeiterbewegung oder vielleicht auch General. Also selbst das ist umstritten, ob man das Deutsch oder Englisch aussprechen soll. Aber klar ist eben, dass er in dieser Auseinandersetzung erhebliche Erfahrungen militärischer Art gesammelt hat. Und interessant auch in dem Zusammenhang, Engels, das will ich jetzt hier erwähnen, weil ich jetzt nicht intensiv darauf eingehen werde, hat sehr viele militärhistorische und militärkritische Schriften verfasst. Einige von diesen Schriften werden bis heute in Militärakademien herangezogen, zum Beispiel in Frankreich oder auch in China natürlich. Also Engels war jemand, der vor dem Hintergrund der revolutionären Entwicklungen in sehr, sehr starkem Maße das Thema Volksbewaffnung, Volksheer und seine Möglichkeiten und Grenzen bereits thematisiert hat. Bitte weiter. Ja, das Kommunistische Manifest. Ihr seht hier die Erstausgabe vom Februar 1848. Vorher ist es ja geschrieben worden. Eben der Bund der Kommunisten hat Marx und Engels beauftragt, eine Art Programm zu verfassen. Die bestimmte Sentenzen aus dem Kommunistischen Manifest sind weltbekannt, aber das Eigentliche des Kommunistischen Manifestes, was sind denn die programmatischen Grundpunkte, das ist vergleichsweise unbekannt. Also wenn man rumfragen würde, ja, was sind denn die 10 wichtigsten Punkte, die da programmatisch drin stehen, dann würden die meisten früher oder später kapitulieren. Ich habe also hier die 10 wichtigsten Punkte. Punkt 4 habe ich ausgelassen, weil jetzt nicht so von Bedeutung herangezogen. Und hier kann man sehen, dass es sich nicht nur um die Erkämpfung der Demokratie, wie es da drin heißt, dreht, sondern um die Erkämpfung einer ziemlich radikalen Form von Demokratie, die eben auch soziale Belange berücksichtigt. Also der erste Punkt ist die Expropriation des Grundeigentums und die Verwendung der Grundrente zu Staatsausgaben. Das ist verständlich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es ja in Deutschland mehr und mehr zu einer Art Zusammenarbeit dessen, was Engels später die Kraut- und Schlotjunker genannt hat, kam. Also sprich, der preußische Großgrundbesitz wurde verbürgerlicht. Teilweise übrigens nach dem britischen Modell, wo so eine Entwicklung ja auch passiert war. Und es gab einen Klassenkompromiss zwischen diesem verbürgerlichten Feudaladel und dem neu aufstrebenden Kapitalisten, den neu aufstrebenden Kapitalisten, also der Bourgeoisie. Und eben die Expropriation des Grundeigentums hätte selbstverständlich bedeutet, die bürgerliche Revolution radikal durchzuführen, also sprich, wie in Frankreich den alteingesessenen Adel seiner Grundlagen zu berauben. Der zweite Punkt ist dann die starke Progressivsteuer. Ich meine, das ist ein Programmpunkt, den wir ja bis heute vertreten würden, nämlich, dass diejenigen, die eben viel verdienen oder großes Einkommen haben und so weiter, in ganz anderer Art und Weise zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen sind als andere. Der dritte Punkt ist die Abschaffung des Erbrechts. Da sieht man, dass natürlich gerade die Frage des Erbrechts
und die Frage der Anhäufung riesiger Vermögen aus Ängste miteinander zusammenhängen. Insofern ist dieser Punkt historisch betrachtet immer noch nicht erledigt. Dann der Punkt 5, die Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank. Das ist eine Sache, die dann von der Bourgeoisie in fast allen Ländern durchgesetzt worden ist. Im Regelfall haben wir eine Nationalbank. Das Problem, was sich da teilweise jetzt ergibt, sind diese Parallelwährungen. Das wäre aber ein Punkt, den ich hier nicht diskutieren will, nur ansprechen. Also inwiefern tatsächlich über die Nationalbank der Geldverkehr allgemein geregelt werden kann und wird. Dann haben wir den Punkt 6, die Zentralisation des Transportwesens, insbesondere natürlich Bus und Eisenbahn in der damaligen Zeit in den Händen des Staates. Ihr wisst vielleicht, so wie in den USA und so, dass es auch viele oder diverse Eisenbahngesellschaften gab, auch in England. Da gibt es inzwischen wieder auch ziemlich viele. Das ist natürlich ein Schmarrn, weil das zu Zersplitterung führt und nur im Interesse der Kapitalakkumulation gemacht worden ist. Jetzt müsste man das selbstverständlich ergänzen, dass das Transportwesen umgebaut werden muss vom Individualverkehr zum allgemeinen öffentlichen Transport hin. Dann haben wir den Punkt 7, Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und Verbesserung der Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan. Das heißt, hier ist das Thema der Planung, der Entwicklungsplanung bereits angesprochen. Das ist ein Thema, was ja immer wieder auch in der Geschichte aufgetreten ist. Ich erinnere daran, dass selbstverständlich für Marx und Engels so eine gemeinschaftliche Planung nur unter demokratischen bzw. radikaldemokratischen Aspekten denkbar war. Dann gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, insbesondere für den Ackerbau. Das ist übrigens ein Thema, also heute dürfte das jedenfalls in Europa kein sonderliches Problem mehr sein, aber beispielsweise der New Deal von Roosevelt in den USA hat ganz genau dieses Mittel herangezogen. Dann haben wir die Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, hinwirken auf die allmähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land. Naja, Unterschied von Stadt und Land ist nach wie vor ein Thema und auch hier sollte die Linke erhebliches Gehirnschmalz aufbringen, wie eine neue Form des Ausgleichs etwa unter Bedingungen der Digitalisierung organisiert werden kann. Und dann letzter Punkt, öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder, Beseitigung der Fabrikarbeiterkinder und so weiter. Das ist einerseits der Schutz von Kindern. Auch das ist nicht vollständig durchgeführt, insbesondere wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen. Und selbstverständlich dann die Frage der Unentgeltlichkeit der Ausbildung ist zwar zeitweilig mehr oder weniger erkämpft worden, aber die Tendenzen mit Privatschulen und ähnlichem sind insofern sich ja die Polarisierung zwischen Arm und Reich in den letzten beiden Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten wieder verschärft hat, nicht vom Tisch. Bitte weiter. Ja, jetzt kommen wir zur Situation Scheitern der Revolution und der Tatsache, dass Engels erhebliche Funktionen in der Fabrik des Vaters übernommen hat, das sogenannte, also was er so genannt hat, hündischer Kommerz, und den Anteil an der Fabrik nach dem Tod seines Vaters 1860 hat er dann 10 Jahre lang übernommen und erweitert. Das ist deswegen von großer Bedeutung, weil eben Engels die Familie Marx in erheblichem Maße unterstützt hat. Marx hätte diese langen Arbeiten von über 20 Jahren am Kapital überhaupt nicht vollführen können, ohne die entsprechende finanzielle und eben teilweise auch moralische und auch im Blick auf Literaturunterstützung von Engels. Interessant ist auch,
dass beide in der New York Daily Tribune immer wieder Artikel zu aktuellen Fragen veröffentlicht haben. Und viele der Artikel, die von Engels stammen, sind dann unter Marxens Namen in dieser Zeitschrift veröffentlicht. Und wie gesagt, das Thema militärische Fragen hat nach dem Scheitern der Revolution Engels vor allem interessiert im Hinblick auf mehrere große Kämpfe, Klassenkämpfe der damaligen Zeit, insbesondere die Einigungskriege in Italien und dann später natürlich auch die Einigungskriege Deutschlands und vor allem ganz wichtig der US-amerikanische Bürgerkrieg. Das hat sowohl Marx wie Engels intensiv interessiert. Marx mehr die ökonomische Seite, also die Frage der Sklaverei und die Verbindung von Sklaverei und Kapitalismus. Im Unterschied dazu Engels vor allem die militärischen Aspekte und Kämpfe. Und es ist interessant, dass er eigentlich von der Militärführung der Südstaaten mehr gehalten hat als von der der Nordstaaten. Also es gibt mehrfach Hinweise darauf von Marx und von Engels, wie die das besser organisieren sollen, wie sie sozusagen einen Kampf führen sollen, der viel stärker revolutionäre Aspekte beinhaltet. Natürlich ist sehr, sehr wichtig auch der polnische Befreiungskampf gegen Russland 1863 und ein wichtiges Datum in der Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung im Hinblick auf eine mögliche Vereinigung, die ja dann auch in den 70er Jahren zustande gekommen ist, war 1864 der Tod von Ferdinand Lassalle, dem Vorsitzenden des ADAV, Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, was man als die erste Arbeiterpartei, die es in Deutschland gegeben hat, bezeichnen kann. Wie gesagt, die Vorläufer mal weglassen. Ja, ihr wisst alle, dass es in den Bismarckschen Einigungskriegen dann 1870-71 zur Vereinigung Deutschlands unter preußischer Hegemonie gekommen ist und von daher zu einer neuen Situation, mit der sich natürlich Marx und Engels intensiv auseinandergesetzt haben. Interessant ist, dass Engels über diesen Krieg 59 Artikel in der Pall Gazette veröffentlicht hat, die natürlich alle unter Pseudonym, weil als Kapitalist konnte er natürlich nicht unter seinem Namen schreiben und sich dann vollständig unmöglich machen in der bei der britischen Bourgeoisie. Aber interessant ist, man hat immer gedacht, ja, das ist ein pensionierter preußischer General, weil eben diese Artikel aufgrund ihrer Genauigkeit und Präzision ungeheures Aufsehen, insbesondere in Militärkreisen, erregt haben. Zunächst waren Marx und Engels natürlich Anhänger der deutschen Einigung, aber sie haben die Widersprüchlichkeit dieses Prozesses sehr, sehr schnell erkannt, weil sich eben unter Bismarck der Krieg langsam aber sicher in einen Krieg für die Interessen eines neuen deutschen Chauvinismus verwandelt hat. Das heißt, das, was man heute nationalistische Bewegungen, nationalistische Arroganz und so weiter nennen würde, ist damals auch schon aufgetaucht. Und es ging selbstverständlich Marx und Engels darum, dass sie zwar die deutsche Einheit begrüßten, aber eben eigentlich unter mindestens radikal-demokratischen Aspekten haben wollten. Und mit Bismarck als dem Führer des preußischen Adels war solches natürlich nicht zu haben, wie sich dann ganz schnell herausgestellt hat. Im Umkreis des Deutsch-Französischen Krieges kam es ja dann zum Aufstand und der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune mit Tausenden und Abertausenden von Toten. Dieser Arbeiteraufstand wurde ja da niedergekartätscht. Damit hat sich sowohl Engels, vor allem in militärischer Hinsicht, beschäftigt, allerdings natürlich auch Marx. Marx hat ja sehr genau die verschiedenen Strömungen, die es in der französischen Arbeiterbewegung gab, analysiert. Und bis heute ist sein Buch über diese Pariser Kommune
natürlich ein glänzendes Werk der Geschichtsschreibung. Wichtig war ja dann auch in diesem Umfeld schon etwas vorher die Gründung der Internationalarbeiterassoziation, also der ersten Internationale, als einem Zusammenschluss unterschiedlichster Strömungen. In dieser Arbeiterassoziation gab es sowohl die Anhänger von Marx und Engels und ähnlichen Strömungen, es gab die Anhänger von Proudhon, es gab eben andere anarchistische Strömungen, und die Auseinandersetzungen zwischen, sagen wir jetzt mal sehr grob, eher marxistischen und anarchischen Strömungen ist ja dann sehr bald oder hat sehr bald dazu geführt, dass diese internationale Arbeiterassoziation im Grunde kaputt gegangen ist. Ich darf daran erinnern, dass also führende Anarchisten, insbesondere Proudhon und vor allem auch Bakunin, und mit denen hat sich Marx sehr intensiv auseinandergesetzt, dass die sehr, sehr starke Antisemiten waren. Natürlich vor dem Hintergrund der Ideologie, die wir heute bei den Corona-Leugnern auch wiederfinden, nämlich dass die Rothschilds im Grunde alles bestimmen. Also die Assoziierung oder die Verbindung von Großkapital und Juden wurde da schon sehr, sehr weit getrieben. Und hat also unter heutigen Gesichtspunkten hat das natürlich einen sehr starken Fokus. Engels hat sich auch intensiv mit Naturwissenschaften beschäftigt und sogar mit Mathematik. Und er wurde ja dann später gebeten, insbesondere von Wilhelm Liebknecht, sich mit Eugen Dührings Theorien auseinanderzusetzen. Man darf nicht vergessen, wir haben es ja hier in der Zeit nach der Revolution von 1848 mehr und mehr mit naturwissenschaftlichen Entwicklungen vor dem Hintergrund der Darwinschen Erkenntnisse, also der Evolution zu tun. Und diese neuen Evolutionstheorien sind teilweise mit älteren Philosophievorstellungen verquickt worden. Genau das hat ja der Eugen Düring getan. Also seine Wirklichkeitsphilosophie hat einerseits Aspekte des Hegelianismus, aber andererseits nimmt er die naturwissenschaftlichen Forschungen, vor allem von Darwin, aber teilweise auch die Ansätze von Malthus auf und verwirkt das zu einer sehr, sehr eigenartigen Mischung. Und Engels hat lange gezögert, bis er dann hingegangen ist und ein für die Arbeiterbewegung äußerst wichtiges Werk zu schreiben und dann zu veröffentlichen, zunächst im Vorwärts der SPD, dann als Buch, nämlich Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Das ist insoweit sehr, sehr interessant, weil es im Grunde eine Zusammenfassung nicht nur von und noch nicht mal vor allem von ökonomischen Erkenntnissen von Marx und Engels ist, sondern hier eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen eingeflossen sind. Das Buch ist durchaus bis heute interessant, aber es sind schon eine ganze Reihe von Aspekten drin, die wir heute natürlich als zeitgeistig ansehen würden. Bitte weiter. Ja, dann, also Engels hat dann, nachdem er die Fabrik verkauft hatte und von daher das Leben eines unabhängigen Intellektuellen führen konnte, diese Auseinandersetzung, insbesondere mit Ansätzen der Naturwissenschaft, weitergeführt. Und eine bekannte Schrift, die sich eben mit dem Frühsozialismus beschäftigt, ist 1880 erschienen, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wo eben sehr deutlich interessante, auch historisch interessante Abhandlungen über die drei wesentlichen Schulen des Frühsozialismus drinstehen, nämlich Saint-Simon in Frankreich, dann Charles Fourier in Frankreich und eben Robert Owen in Großbritannien, und wo
aber engelt sich, also das ist nur eine Auskopplung von umfassenderen Arbeiten, die sich einerseits mit der historischen Entwicklung und der Entwicklung der Arbeiterbewegung und deren Theorien beschäftigen, aber andererseits eben mit den grundlegenden Fragen der Naturwissenschaft. Eigentlich gehören diese Schriften zu der sogenannten Dialektik der Natur, die ja auch sehr widersprüchlich rezipiert wird. Diese Dialektik der Natur ist eigentlich nicht zu, in dieser Form zur Veröffentlichung gedacht gewesen, wie das dann veröffentlicht worden ist. Interessant ist eben, dass Engels die Dialektik, also das Thema der Gegensätze und deren Verbindung nicht nur als historisches, sondern auch als erkenntnistheoretisches Prinzip definiert hat. Und es gibt nach Engels in gewisser Weise drei Ebenen dieser oder drei Gesetze dieser Dialektik. Das erste ist das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze. Das zweite, das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt. Und drittens, das Gesetz der Negation der Negation. Als Beispiel eben übertragen auf die Wirklichkeit. Die Bourgeoisie entwickelt die Produktivkräfte, aber das Proletariat muss eben auf radikaldemokratische Art und Weise die gesellschaftliche Aneignung der Produktivkräfte durchsetzen. Über diese Konzepte sind sehr viele Dinge geschrieben worden. Ich will jetzt im Einzelnen darauf nicht eingehen. Vielleicht gibt es da nachher irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu. Ja, wir können, glaube ich, noch weitergehen. Ja. Ein wichtiger Aspekt, Punkt 5, ist selbstverständlich die Tatsache, dass Friedrich Engels eben als Privatier, der wohl versorgt war, zu einem Helfer und Berater der entstehenden Arbeiterbewegung geworden ist. Insbesondere natürlich, nachdem die Sozialistengesetze 1890 aufgehoben worden sind, aber bereits davor. Es gab zwischen Engels und den führenden Leuten nicht nur, aber doch in starkem Maße der deutschen Arbeiterbewegung, obwohl er ja in London saß, einen sehr regen Austausch über sehr viele Fragen der Aktualität, also Austausch mit Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Eduard Bernstein und vor allem auch mit Karl Kautsky. Karl Kautsky galt ja dann sehr, sehr bald als der Theoriepapst der dann später gegründeten Zweiten oder Sozialdemokratischen Internationale. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und die Schriften, die dann als Populärschriften veröffentlicht worden sind, seit den 80er Jahren, insbesondere selbstverständlich 1884 der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, das ist eine Schrift, die in ganz, ganz starkem Maße von der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung rezipiert worden ist. Die Schrift ist insofern interessant, als Engels versucht hat, eine ganze Reihe von historischen Forschungen, die es damals gegeben hat, in seine theoretischen Vorstellungen einzubeziehen. Insbesondere natürlich vor dem Hintergrund der christlich-bürgerlichen Mentalität, die die Familie als den Kern bis heute ja, ne, den Kern des Staates ansieht, und so weiter. Das Interessante an dieser Schrift ist eben, dass Engels sagt, die Familie, so wie wir sie heute kennen, hat es nicht immer gegeben. Das ist ein historisches Produkt. Das Privateigentum hat es die größte Zeit, wo es Menschen gibt, überhaupt nicht gegeben. Das ist ein historisches Produkt. Und den Staat, den hat es auch nicht immer gegeben, sondern das ist ein vergleichsweise neues historisches Produkt. Und er ist ja dann darauf eingegangen, dass es sozusagen eine gewisse Logik der historischen Abfolge von Gesellschaftsformationen gegeben hat, nämlich Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus und Sozialismus. Das hat nie so absolut verstanden, wie es dann etwa
teilweise von der Sozialdemokratie und noch viel stärker vom Stalinismus dogmatisiert worden ist. Also Marx und Engels waren immer vergleichsweise offen, insbesondere auch im Hinblick auf die Betrachtung anderer Gesellschaftsformationen. Es gab längere Debatten beispielsweise über den russischen Mir, also diese russische Dorfgemeinschaft und so weiter. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht behandeln, nur sagen, was Engels gemacht hat und was damals sehr, sehr neu und auch eine kleine Bombe in die bürgerliche Gesellschaft gewesen ist, war eben die Historisierung von bestimmten Dingen, die man also in gewisser Weise ewig während und unveränderlich angesehen hat. Und das war sehr, sehr wichtig für das Entstehen und die Entwicklung der Arbeiterbewegung selbst. Und er hat im Übrigen bei Menschen, die zu einer gewissen Dogmatisierung geneigt haben, vor allem auch Kautsky, immer wieder massive Einwände in seinen Briefen vorgetragen. Also wenn man sich die Briefe durchliest, die er an die führenden Leute der Arbeiterbewegung der Deutschen geschickt hat, da sind wirklich massive Kritiken drin zu Aussagen, die über historische Themen getroffen haben. Er hat dann selber selbstverständlich historische Themen bearbeitet. Es gibt von ihm eine Reihe von Schriften über den Deutschen Bauernkrieg, auch ein entsprechendes Buch dazu. Er hat sich mit der Geschichte Englands und vor allem Irlands auch sehr stark beschäftigt, mit Frankreichs und mit der Geschichte Frankreichs und eben Russlands. Aber ein Gutteil der Arbeit der letzten, sagen wir mal, 9 bis 10 Jahre seines Lebens war er damit beschäftigt. Erstens die Neuausgabe des ersten Bandes des Kapitals unter Einschluss der Änderungen, die Marx selbst an der französischen Ausgabe vorgenommen hatte, zu bewerkstelligen und eben dafür zu sorgen, dass eine zuverlässige englische Übersetzung erschien, weil die Übersetzer, die da Teile übersetzt hatten, nicht immer sehr zuverlässig übersetzt haben. Und vor allem hat er dann den zweiten Band des Kapitals, also den Zirkulationsprozess des Kapitals, und den dritten Band herausgegeben. Für den dritten, an dem dritten Band hat er 9 Jahre allein gearbeitet. Das Problem war, er hat die Schrift von Marx, also die Sauglaue auf gut Deutsch gesagt, lesen können. Und es gab nicht allzu viele, die das konnten. Und außerdem waren die verschiedenen Teile nur teilweise ausgearbeitet. Das heißt, er musste Ergänzungen einfügen, das zusammenfügen und so weiter. Also es war eine gigantische Arbeit, die hier gemacht worden ist. Selbstverständlich gibt es natürlich heute viele, die das, was er da getan hat, in vielerlei Hinsicht kritisieren, ob das nun im Einzelnen sozusagen den marxischen Intentionen entsprach oder nicht. Aber klar ist, also er hat hier eine wirklich ungeheure editorische Leistung vollbracht. Vielleicht noch zwei Punkte zum Schluss. Erstens mal Engels, ich hatte ja gesagt, dass er aus einer pietistischen Familie kam. Und Engels hat sich ein Leben lang mit der Religion beschäftigt, auf verschiedensten Ebenen. Also natürlich vor allem mit der christlichen Religion, um eben aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen das Christentum entstanden ist und wie die Usurpation des Christentums durch staatliche Mächte erfolgt ist, also in dem Falle durch das Römische Reich. Für jemand des 19. Jahrhunderts hat er das ungeheuer weit getrieben. Also natürlich gibt es heute eine Bibelwissenschaft, materialistische Bibelwissenschaft, die da viel weiter ist. Aber für seine Zeit war das ungeheuerlich. Und der zweite Punkt ist eben die materialistische Bibellektüre selbst. Er hat ja beginnend mit der Offenbarung des heiligen Johannes, die er entziffert hat, was dieser Mensch da eigentlich meint. Das ist insofern wichtig, als bei den Corona-Leugnern das Thema ja auch wieder auftaucht, hat er analysiert, dass die Bibel, und da spielt natürlich eben die Geschichte
seiner Familie als Hintergrund eine sehr, sehr große Rolle, denke ich, dass eben die Bibel ein zusammengesetztes, zusammengenähtes Werk ist mit unterschiedlichsten Traditionen, was wir heute natürlich sehr viel genauer wissen. Es gibt eben 100 Jahre Forschung zur ganzen Herkunft. Aber damals ist ihm schon aufgefallen, und das war natürlich ebenfalls in einer zumindest von christlichen Vorstellungen geprägten Gesellschaft auch eine Bombe, dass die Bibel eben keine Einheitlichkeit hat. Es gibt beispielsweise zwei Schöpfungsberichte. Im ersten ist der Mensch zuerst erschaffen worden, im anderen zuletzt und so fort. Also diese Widersprüchlichkeit, diese Lückentextbibel, diese Frage, ja, wie muss man das zurückbeziehen auf die Gesellschaften, in denen die jeweiligen Teile entstanden sind, war für Engels äußerst wichtig. Natürlich auch und gerade vor dem Hintergrund einer sich christlich verstehenden Gesellschaft. Ja, das zunächst mal als Einführung zu diesem Thema. Ich bin jetzt ein klein bisschen über der Zeit, aber ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig für euch. Ja, Paul, wir danken dir für deinen wunderbaren Vortrag. Manuel. Ja, ich nehme an, ihr hört mich. Ja. Ja, ja, erstmal auch nochmal vielen Dank für den Vortrag von Paul, der einen sehr, sehr guten Überblick gegeben hat. Ist ja nicht einfach, so viel Inhalt in so kurze Zeit zu packen. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Interesse die Teilnehmenden an dieser Diskussionsrunde haben oder Fragerunde. Es gibt, wie Paul ja auch gesagt hat, in der Tradition der Menschen, die sich auf das Denken von Marx und Engels beziehen, gibt's ja einige charakteristische Kontroversen. Teils auch zu Fragen, die Paul angesprochen hat, diese Fragmente zur Dialektik der Natur, die eher lehrhaften Schriften von ihm, die einen erheblichen Einfluss gehabt haben auf die Bildungsarbeit der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratischen Internationale und so. Natürlich kann man das alles hier nicht diskutieren. Ich will mal eine Frage herausgreifen, und zwar die Fortschrittsidee, weil Paul vielleicht was dazu sagen kann. Nach meiner Erfahrung, ich habe ja da auch viel gelesen von Engels selber, von Marx, von anderen später, ist die Fortschrittsidee eine dieser problematischen, umstrittenen Dinger, wo in der Arbeiterbewegung, die unter Einfluss von Marx und Engels ihre Anschauungen entwickelt hat, oder soweit sie unter deren Einfluss die Anschauungen entwickelt hat, diese Fortschrittsidee eine große Rolle gespielt hat. Jetzt ist natürlich bei Engels selber die Sache sehr verwickelt, und man findet viele sehr kritische und wieder relativierende Argumente bei ihm. Aber ich glaube, es gibt ein bestimmtes Spannungsverhältnis in dieser Idee des historisch-dialektischen Materialismus, wo Paul ja zu Recht gesagt hat, dieses Argument von der letzten Instanz, das Sein, das ökonomische Sein, also wie die Menschen leben, ihre Lebensmittel produzieren, als letztendlich bestimmenden Faktor, und dann eben auch diese Abfolge von Gesellschaftsformationen, die er angeführt hat. Und der kritische Einwand dazu ist natürlich, dass es hier keinen Fatalismus gibt. Es gibt in der Arbeiterbewegung ja solche Tendenzen, die sich darauf gestützt haben, dass eben die Entwicklung zwangsläufig den Fortschritt bringen wird, eben über diese Gesellschaftsformationen der Klassengesellschaft zum Sozialismus und dann zu so einer universalen Befreiungsbewegung und befreiten Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es in der Geschichte ja Entwicklungen in alle Richtungen, wie man weiß, vorwärts und rückwärts, und von Marx und Engels selber gibt es recht sprechende Zitate zu dieser, auch sogar im Kommunistischen Manifest, zu dieser Relativität des Fortschritts, solange man den als fast automatisches Ergebnis einer ökonomisch-gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet. Da würde mich interessieren,
wie Paul selber diese Problematik sieht und was er sozusagen zieht aus der Überlieferung von Engels selber dazu und was er selber heute etwas anders sieht als damals Engels in seinen Schriften. Okay, nein, aber also das ist ein wichtiger Punkt, den der Manuel hier einführt. Und es ist natürlich, also da könnte ich problemlos einen eigenen Vortrag dazu machen. Ne? Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Generell würde ich dazu neigen zu sagen, erstens, Engels war im Hinblick auf die liberalen Denker und natürlich ist ja eine Hauptauseinandersetzung seiner Zeit die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Spielarten des Liberalismus, war er nicht in dem Maße fortschrittsoptimistisch wie dieses ganze liberale Umfeld. Also das muss man ihm schon mal zugute halten. Also wie gesagt, ich betone, es ist ein Denker des 19. Jahrhunderts. Wir würden heute, 100 Jahre oder mehr später, natürlich viele Dinge, auch aufgrund historischer Erfahrungen, viele Dinge ein bisschen anders sehen. Man kann sagen, dass es auch in der Strömung, die sich als marxistisch versteht, Extrempunkte gibt. Der eine Extrempunkt, nämlich der Fortschritt ist die Katastrophe, ist Walter Benjamin. Aber wer Walter Benjamin schreibt natürlich auf dem Hintergrund von Shoah und von Zweiter Weltkrieg und so weiter. Bei Engels, er steht ein bisschen in der Mitte. Engels hat A, einen sehr starken Glauben, dass die Arbeiterklasse letzten Endes siegen werde. Dieser Punkt kommt immer wieder bei ihm vor. Aber er weiß auch sehr genau, dass wenn die Bourgeoisie weiter im wirtschaftlichen und politischen Bereich das Sagen haben würde, es eben zu massiven Zerstörungen und Vernichtungen kommen könnte. Es gibt eine berühmte Stelle von 1887, wo er ja den Ersten Weltkrieg ziemlich genau voraussagt mit allem. Und tatsächlich im Anti-Düring gibt es eine Stelle, wo im Grunde bereits die Alternative, die dann Rosa Luxemburg sehr klar und präziser natürlich vor ihrem Erfahrungshintergrund formuliert hat, bereits vorgedacht ist. Also Rosa Luxemburg hat das im Grunde nur weiterentwickelt, nämlich die Alternative Sozialismus oder Barbarei. Also es ist nicht so, wie manche behaupten, dass bei Engels sozusagen der Sieg des Proletariates unbedingt und in jedem Falle kommen würde, sondern er ist sich in gewisser Weise durchaus bewusst des ungeheuren Zerstörungspotenzials, was mit der Entwicklung der Produktivkräfte unter Führung der Bourgeoisie verbunden ist. Also da gibt es viele Stellen dazu. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht, also wir müssen Engels historisieren, wir müssen sagen, das ist ein Mann des 19. Jahrhunderts. Im Verhältnis zu dem, was im 19. Jahrhundert gedacht worden ist, war ein Gigant. Also das, da lasse ich nichts übrigens kommen. Wir müssen einfach das vergleichen mit den anderen Ansätzen, die es damals gegeben hat, was er rezipiert hat, was er weiterentwickelt hat und so weiter. Übrigens auch bei ihm, er ist einer der fortschrittlichsten Leute im Hinblick auf die Frauenfrage. Das will ich auch noch extra betonen. Also immer 19. Jahrhundert. Wir haben nicht die Debatten, die etwa von Judith Butler und so weiter damals. Ne? Aber trotzdem, klar ist, er vertritt keinesfalls eine fatalistische Position. Aber wie gesagt, es gibt so diesen Aspekt, das nennen einige Geschichtsphilosophie, ja, bei all den Auseinandersetzungen, Rückschlägen, Katastrophen, womöglich wird letzten Endes die Arbeiterbewegung doch den Sieg davontragen. Okay, dann ist als nächster der Paul Michel dran. Paul, ich bin ja faul und du bist schlau. Deswegen will ich die Gelegenheit nutzen, dich zu fragen, erklär mir doch mal, also du musst ja nicht ewig dazu reden, aber ich habe den Andi Düring noch nie gelesen. Das Buch ist mir schon oft untergekommen als Begriff, aber vielleicht in ein paar Sätzen, um was geht es denn eigentlich darum? Naja, der Andi Düring ist ja der Versuch,
eine Reihe von Dingen, also insbesondere philosophischer Art, also die Grundphilosophie der damaligen Zeit, also im Grunde ist, was ist Materialismus, was ist materialistische Philosophie und so weiter, anhand, also was Engels macht. Und das ist ja eine gute Vorgehensweise bis heute. Er zieht, also zwei Drittel dieses Buches Anti-Düring sind ja Zitate von Düring. Er nimmt dieses her, was der sozusagen aussagt, und analysiert die ganzen Widersprüche, die es da drin gibt. Also warum bestimmte Ideen sozusagen falsch sind, beziehungsweise warum der Mann zwei und zwei nicht zusammenzählen kann und so weiter. Aber letzten Endes ist es natürlich wichtig im Hinblick auf die Frage der Geschichtsbetrachtung. Also wie sieht die geschichtliche Entwicklung aus im Hinblick auf Evolution? Wie schaut letzten Endes die Entwicklung des Menschengeschlechtes aus? Und dass die Menschen eben sozusagen 99% ihrer Geschichte ziemlich egalitär gelebt haben und so weiter. Also der Anti-Düring ist eine Verbindung von philosophischen Konzepten und Vorstellungen in kritischer Abgrenzung zu diesem Düring eben, der ja der Prof war in Preußen, und beinhaltet eine ganze Reihe von Aussagen, die sich mit der Frühgeschichte, der Entwicklung des Menschen und all diesen ganzen Dingen beschäftigen. Aber ganz, ganz stark vor dem Hintergrund, weil dieses Buch, was der da geschrieben hat, also die Wirklichkeitsphilosophie, irgendwie ein eigenartiger Titel, das wurde offensichtlich in der Arbeiterbewegung in Preußen, Deutschland breit rezipiert. Und insofern ist es eine Polemik gegen dieses Buch. Naja, ich kann vielleicht noch einen Punkt erwähnen, der vorhin von Manuel auch angesprochen worden ist. Und der in der Geschichte der Arbeiterbewegung, und ich habe das ja eingegrenzt, der Sozialdemokratie und vor allem des Stalinismus, eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und der heute eben auch kritisch thematisiert wird, nämlich dieses Fünf-Stadien-Modell, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also wie schaut es denn aus mit Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus? Ich hatte schon betont, dass Engels dieses Modell nie dogmatisch gesehen hat und dass sich Engels durchaus darüber im Klaren war, dass es auch andere Modelle gegeben hat, wo das nicht so gestimmt hat. Also das Thema Imperialismus ist bei ihm auch schon präsent. Also die Tatsache, dass beispielsweise die Kolonialgeschichte Nordamerikas eine ganz andere Struktur der Entwicklung der Produktivkräfte und so weiter hervorgebracht hat, als es im klassischen Europa der Fall war. Und eben, ich habe vorhin auch schon erwähnt, die Debatte über den russischen Mir, also die Frage, ob das sozusagen nur für West- und bestenfalls Mitteleuropa gilt, dieses Modell, und wo es nicht gilt. Bei Engels finden sich auch einige Ansätze für Dinge, die teilweise weitergedacht wurden, aber wo noch einiges an Forschung zu tun ist, nämlich die Frage der asiatischen Despotie. Ich habe vorhin die Bibel erwähnt. Und das Interessante an der Bibel ist ja, dass die Völker, die in Palästina damals gelebt haben, waren übrigens nicht nur Juden, wohlgemerkt, ne, sondern auch ganz andere Völker, mal abgesehen davon, dass die Frage, woher die Juden kommen, das Kanaiter waren oder wie immer, auch noch nicht so eindeutig geklärt ist, dass diese Völker dem sowohl ökonomischen wie sozialen, wie aber auch, wenn man so will, kulturell-ideologischen Einfluss der umgehenden asiatischen Despotien unterlagen. Und die umliegenden asiatischen Despotien, das war einerseits natürlich Ägypten, da steht ja auch einiges da drin, aber vor allem, und da ist eigentlich viel zu wenig Reflexion in der Linken gemacht worden, nämlich Babylon und Assyrien. Also es gab ja die babylonische Gefangenschaft, zumindest von Teilen der Bevölkerung, die in Palästina gelebt haben und so weiter.
Und das ist insoweit interessant, als es ja eine lange Debatte gibt. Ja, was sind das für Strukturen? Also diese asiatischen Despotien, das waren ja meistens Bewässerungsstaaten oder Bewässerungsregime und so weiter, mit enormen Auswirkungen auf andere Gebiete. Wie sind die zu analysieren? Was sind die jeweiligen Unterschiede oder Ähnlichkeiten und so weiter? Das hat bis heute eine ziemliche Bedeutung. Erstens mal, wenn man beispielsweise Irak und so weiter analysieren will heute, aber vor allem im Hinblick auf China. Und ihr wisst ja, dass die linke Debatte zu China, zur Volksrepublik China, was ja aus einer asiatischen Despotie letzten Endes in vielen Wendungen entstanden ist, da gibt es ja eine ungeheure Bandbreite von Anhängern in gewisser Weise der Diktatur dort bis hin zu radikalen Kritikern davon. Also am Fall von China hat diese Frage in gewisser Weise enorme Konsequenzen bis heute. Und da hat Engels zwar einiges geleistet in dieser Richtung, aber das ist natürlich nur Bruchstücke. Also in all diesen Themen, wenn man so will, alles, was außereuropäische Geschichte ist, da besteht die Notwendigkeit, wirklich viel Arbeit reinzustecken und vieles zu entwickeln. Also die Theorien, die wir da heute haben, sind in vielerlei Weise kurzschlüssig oft und ungenügend. Dann hatte Christian eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, Paul. Du hast in deiner, glaube in der Mitte von deinem Referat ging es darum, dass Marx und Engels da ein radikal-demokratisches Programm für die damalige Zeit entwickelt haben im Kommunistischen Manifest. Mhm. Und das Spannende ist ja, was danach gekommen ist, dass sie die Form, wie diese radikale Demokratie aussehen könnte oder ausgesehen hat, dann, wo sie stattgefunden hat, damals noch nicht gesagt werden konnte. Die Erfahrung war noch nicht gemacht. Spannend ist ja, dass eben diese radikal-demokratische Form sich dann in der Pariser Kommune entwickelt hat, nämlich die Rätestruktur. Da kannst du da noch ein paar was dazu sagen, weil diese Frage ist natürlich auch für uns nach wie vor sehr bedeutend. Das ist richtig, aber natürlich sind die, die Dinge, die damals entwickelt worden sind, auch sozusagen vor dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts zu sehen. Also, was Engels relativ stark betont, ist die Form von Selbstorganisation, die es unter Handwerksgesellschaften gegeben hat. Und das findet er durchaus gut. Ne? Also Demokratie im Sinne von Selbstorganisation ganz bestimmter Gruppen. Und im Hinblick auf die Pariser Kommune gibt es natürlich auch eine sehr, sehr lange Debatte, ob das überhaupt stimmt. Also ob das nicht viel zu hyperoptimistisch gewesen ist, was Marx da festgestellt hat. Seht, das war die Diktatur des Proletariats oder Ähnliches. Wobei, was im Einzelnen die Diktatur des Proletariats sein sollte, auch etwas ist, was sozusagen als Formel hingestellt wurde, aber nie wirklich entwickelt worden ist. Also auch hier ging es im 19. Jahrhundert einfach darum, sich demokratische Verhältnisse zu erkämpfen. Ihr dürft ja eines nicht vergessen, Preußen hatte das Dreiklassenwahlrecht. Also ein Wahlrecht, wo die verschiedenen Klassen extrem unterschiedlich behandelt worden sind. Und also die grundlegenden Errungenschaften der Französischen Revolution, und da daran haben Marx und Engels immer angeknüpft, nämlich Freiheit und Gleichheit für alle durchzusetzen, und zwar auch möglichst materielle Gleichheit und so weiter. Das ist immer der Ausgangspunkt. Und die weitergehenden Fragen, also die über diese, wenn man so will, bürgerliche Republik der Freien und Gleichen hinausgehen, da gibt es eben einige Ansätze dazu, aber die konnten Marx und Engels vor dem Hintergrund der Entwicklung im 19. Jahrhundert nicht, also nur kurz ansprechen oder thematisieren, ohne dass so eindeutig klar ist, was nun das konkret bedeutet. Ich will aber einen Punkt, das hat mich jetzt gewundert, dass der nicht angesprochen worden ist, nämlich das Erfurter Programm.
das Erfurter Programm von 1891, das Grundprogramm, wenn man so will, der deutschen Sozialdemokratie nach Gotha. Es gab das Gotha-Programm, das war Programm des Vereinigungsparteitages von 1875, wo ja der Marx ziemlich heftig polemisiert hat. Aber noch interessanter ist das Erfurter Programm von 1891. Warum? Weil in diesem Programm bereits eine spezifische Trennung zwischen dem Maximalprogramm, nämlich dem Sozialismus, und dem Minimalprogramm, was fordern wir aktuell, angelegt war. Und es gab einen längeren Briefwechsel zwischen Engels und sowohl Bebel wie Gautzki und anderen. Engels hat es heftigst kritisiert. Engels hat genau die richtige Frage aufgestellt, nämlich, wie kommen wir von den Tagesforderungen, von den Tageskämpfen von heute zu diesem Ziel des Sozialismus? Wie ist da der Übergang? Wie ist die Brücke? Und da war die Antwort in starkem Maße, die Engels eigentlich nicht befriedigt hat, war die Antwort, ja, wir dürfen radikalere Forderungen, also Übergangsforderungen, gar nicht stellen, weil über uns hängt sozusagen das Damoklesschwert des Parteiverbotes und der Verfolgung und Inhaftierung und so weiter unserer Leute. Deswegen ist sozusagen das klassische Programm, was wir jetzt durchsetzen wollen, also für die nächsten Jahre oder so, das ist ein Minimalprogramm, was mit den gesetzlichen Bedingungen von Preußen-Deutschland vereinbar ist. Aber ihr wisst alle, dass das ein Riesenproblem ist, weil sich daraus die klassische Spaltung, heute redet die Sozialdemokratie nur noch, wenn es hochkommt, im Keller bei Jungsozialisten von Sozialismus, ne? Aber damals war das ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich diese Trennung von Minimal- und Maximalprogramm und die fehlende Brücke zwischen beiden. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass in seiner Kritik und vor allem auch in den Briefen zum Erfurter Programm Engels genau diese Schwachstelle, dieses Problem bereits sehr deutlich angesprochen hat. Manuel? Und dann Paul. Ja gut, tut mir leid, aber ich bin nicht verlegen und diskutiere gerne. Ich habe noch eine Ergänzung zu der Antwort von Paul auf Paul, der gesagt hat, er hat die Schrift von Engels nicht gelesen, über die Paul berichtet hat, nämlich den sogenannten Anti-Düring. Da wollte ich eine Ergänzung machen, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, was für eine Art von Sachen da drin stehen. Ich finde die Schrift heute immer noch sehr, sehr anregend. Man muss solche alten Schriften natürlich immer kritisch lesen, kritisch rezipieren und auch immer im Hinblick auf die Wirkungsgeschichte, ne? Weil wir ja lange Zeit danach kommen und wir wissen, welche dieser Ideen in welcher Weise gewirkt haben danach in der Arbeiterbewegung, in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung oder später auch im Stalinismus. Aber davon mal abgesehen, davon will ich jetzt nicht sprechen, nur mal ein Beispiel, was so ein anregender Inhalt in dieser Schrift ist. Engels wendet sich da gegen eine bestimmte Auffassung von Eugen Düring, der als wirkmächtige Kraft in der Geschichte die Frage der Gewalt betrachtet. Ne, guck mal, du kommst mit überlegenen Waffen, schlägst die anderen tot, bringst sie zur Verzweiflung und dann kannst du sie beherrschen. Darin hat er also eine ganz wichtige Triebkraft der Geschichte gesehen. Und Engels hat das eben relativiert und mit Argumenten, die sehr, sehr anregend sind, auch heute noch, um seine Auffassung von historisch-materialistischer Dialektik zu begründen. Und zwar an diesem putzigen Beispiel der Robinsonade. Er sagte, also Robinson auf seiner Insel zum Beispiel unterwirft sich ja Freitag, wie man weiß. Freitag ist ja dann der Diener von Robinson. Und Engels sagt dann, ja, aber guck doch mal weiter,
warum er das eigentlich macht. Das sind ja nicht nur diese zwei Menschen, Robinson und Freitag auf dieser Insel, sondern zum Beispiel hat Robinson ja auch einen Säbel. Ne? Den hat er irgendwie von diesem Wrack mitgeholt. Und er sagt, aber dieser Säbel, das ist sozusagen jetzt Symbol für die Gewalt. Aber diese Gewalt, was setzt sie denn voraus? Sie setzt eine ganze Geschichte von Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen voraus, ohne die Robinson sozusagen dieses Kräfteverhältnis gegenüber Freitag, also für ihn vorteilhafte Kräfteverhältnis, gar nicht hätte herstellen können. Und das finde ich eben so eine Stellung. So Stellungen gibt es viele Dutzend in dieser Schrift, auch wenn man die heute liest, die man sehr, sehr anregend finde, die heute noch Aha-Erlebnisse auslösen können, wenn man das liest. Also das als Beispiel, um das bisschen bildhafter zu machen, was diese Schrift uns heute noch sagen kann. Ich habe mal eben die Heilige Familie gelesen von Engels und ich fand das sehr schematisch immer, so ein bisschen algebraisch, diese ganzen Verhältnisse. Ich fand das jetzt, das ist natürlich damals sehr abstrakt gewesen, aber ich lese jetzt gleichzeitig, ich lese jetzt unter anderem Ernest Bornemann über die Entstehung des Patriarchats. Und da finde ich das, die Beschreibung also ungeheuer spannend, was da Bornemann jetzt schreibt, obwohl das auch schon 30 Jahre oder 40 Jahre alt ist, das Buch, wie er da eben auch die, natürlich beflügelt durch die archäologische Forschung, die in 100 Jahren weit vorangeschritten ist, wie das alles gelaufen ist. So interessant. Also da müsste man heute, glaube ich, ist es tendenziell spannender, an den Bornemann das Stempelpatriarchat weiterzugeben und zu lesen und zu studieren, als das, was man Engels gelesen hat. Fand ich sehr abstrakt immer. Aber vielleicht muss ich es mal vergleichen, beide gleichzeitig, das weiß ich nicht. Lass doch mal den Paul Michel versuchen, jetzt ist eine Frage loszuwerden. Die ist ja relativ banal. In der Zeit der revolutionären Flaute, hört man mich jetzt? Ja. Also in der Zeit der revolutionären Flaute, da musste es ja irgendwie auch voll durchgeschlagen sein, dass der Engels zu dem Zeitpunkt ein ziemlich schizophrenes Leben geführt hat. Also einerseits, also seine weitgehend theoretischen revolutionären Aktivitäten jetzt zusammen mit Marx und diesem engen Kreis. Und andererseits hat er sich ja auch in der, zumindest in Manchester, in der Bourgeoisie und halb noch Aristokratie herumgetrieben und ist dann auf Muster Adam gemeint, dass er mit denen dann auf irgendwelchen Fuchsjachten auch rumspringen muss. Und also der Tristram, der schreibt darüber, dass der Tristram Hans schreibt über den, dass der eigentlich während der Zeit auch am Rand der Depression war. Angesichts dieser Scheißverhältnisse, dass sich revolutionär überhaupt nichts tut, und er jetzt praktisch in diesen zwei Welten lebt, also in der Welt, wo die ihm eigentlich wichtig ist, nämlich die der Revolution, nichts los ist, und dann aber meint, dass er bei diesen Vollidioten von Aristokraten, die ihren großbürgerlichen bis aristokratischen Spiel nachgehen, dass er aus seiner gesellschaftlichen Verpflichtung da irgendwie gerecht werden muss oder was. Mhm. Weiß jetzt nicht, das ist jetzt banal. Findest du, ist das nur irgendwie eine Story oder von dem, was der Kerl sich ausgedacht hat, oder würdest du nach dem, was du jetzt so über den Engel weißt, tendenziell sagen, da ist was dran? Nein, ich habe ja vorhin schon gesagt, also das Privatleben oder überhaupt das Leben von Engels, Engels hat in gewisser Weise gesagt, der größere Kopf ist Karl Marx. Karl Marx schreibt das grundlegende Werk über den Kapitalismus und ich muss sozusagen durch hündischen Kommerz unter anderem dieses Werk, also die Entstehung sozusagen, finanzieren. Das war in gewisser Weise die Idee bei Engels. Übrigens, die Schizophrenie geht ja teilweise weiter. Also er hat ja ein irisches Arbeitermädchen, das war seine im Grunde Frau, aber geheiratet hat er sie nicht. Ne? Das wäre nämlich nicht gegangen, weil er damit den gesellschaftlichen Code in der kapitalistischen Kreise, in der er sich bewegt hat, sozusagen verletzt hätte. Also zusammenleben mit so jemand durfte man, aber eben nicht heiraten.
geheiratet hatte dann die Schwester kurz vor deren Tod, weil das war übrigens ein Punkt, wo es ja massive Verstimmungen zwischen Marx und Engels gegeben hat, 1864, als diese Burns da, die seine, wie soll ich sagen, also seine Frau gestorben ist und der Marx da nicht sonderliche Gefühle der Anteilnahme gezeigt hat, da gab es also kräftigen Knatsch zwischen den beiden. Das ist aber fast so die einzige Zeit gewesen, wo das der Fall war. Aber du hast recht, also vor allem in den 50er Jahren, wo tatsächlich deutlich weniger, also wo die Klassenkämpfe auf einem sehr geringen Niveau waren, angesichts des Scheiterns der Europäischen Revolution, gibt es solche Sachen. In 60er Jahren hat sich schon wieder verbessert, weil ebenso langsam kamen ja die Auseinandersetzungen, die sozialen Kämpfe wieder an. Und dafür gilt es dann nicht mehr unbedingt. Und eben 1870 hat ja Engels dann seine Bude verkauft an den Ermen, also an den Compagnon, um da entsprechend aussteigen zu können. Und dann war sein Leben durchaus anders. Aber gerade die 50er Jahre sind eben geprägt durch diesen hündischen Kommerz. Das hat er selber so geschrieben. Okay, jetzt hat Wolfgang eine Frage. Du wolltest mich doch beantworten. Paul wollte mich noch antworten. Ja, und die andere Frage, die Christian gestellt hat, mit Frage Patriarchat und Ähnliches, da muss man natürlich auch sagen, dass die Forschung sehr viel weitergegangen ist. Also Engels war natürlich einer, der für seine Zeit enorm weit vorne war. Das ist ganz eindeutig. Aber 100 oder mehr Jahre weitere Forschung und so fort, gerade in diesem Bereich, vor allem die Archäologie hat ja ungeheure Fortschritte gemacht und gerade sogar in den letzten 20, 30 Jahren. Man ist immer wieder erstaunt, was beispielsweise auch für Mitteleuropa, für die Bronzezeit oder Eisenzeit und so weiter an neuen Entdeckungen gemacht wurde. Also bedenkt, welches Germanenbild damals geherrscht hat. Und Engels war ja einer, der diese Vorstellung, diese preußische Vorstellung der Germanen und so weiter schon ziemlich ironisiert hat, aber er hat ja nicht die entsprechenden materiellen Beweise, um das als Blunder und Blödsinn sozusagen auseinandernehmen zu können, jedenfalls nicht in der Art wie heute. Also wenn es euch interessiert, es gibt zur Entstehung des Patriarchats oder der Patrix, wie er da sagt, ein neues, interessantes Buch von einem Holländer, Van Schaik heißt der, Die Wahrheit über Eva. Also da sind diverse Sachen drin, wo ich sagen würde, naja, also da würde ich nicht zustimmen, aber insgesamt ist das eine sehr gute Synthese von sehr vielem, was eben insbesondere mit dem Raum zu tun hat, wo die Bibel entstanden ist und mit der Art und Weise, wie das Christentum dann über Griechenland und über Rom, zwei eben sehr Griechenland kriegerischen und patriarchal-dynastischen Gesellschaften exportiert worden ist. Also da gibt es viel, was man daran sozusagen historisch und archäologisch lernen kann. Wie heißt der? Van? Van Schaik. Wie schreibt man es? S-C-H-A-I-K. S-C-H. Die Wahrheit über Eva kriegst du aktuell, glaube ich, sogar ein ziemlicher Renner, weil es war ein Interview mit dem im Spiegel drin. Ich habe dir die Nummer von Spiegel, ich glaube, Nummer 48 auch geschickt. Okay. Jetzt darf Wolfgang seine Frage stellen. Ja, ich wollte eigentlich gar keine Frage stellen, sondern ich wollte nochmal zurückkommen auf die engelsche Schrift, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Das halte ich für eine ganz wichtige Schrift, auch aus heutiger Sicht, weil ja da klar herausgearbeitet wird, dass so ein Staat nicht irgendwie einen klassenneutralen Charakter hat, sondern eben bestimmten Interessen dient. Und dieses Verständnis ist ja zum Beispiel in der Partei der Linke durchaus nicht vorhanden. Und das halte ich auch für eine zentrale Schwäche dieser Partei. Von daher
sollte man vielleicht unter dem Aspekt da auch nochmal reingucken. In Karlsruhe ist es so, da läuft jetzt seit einem Jahr von einem Freund von mir eine Schulung, die studieren wirklich Seite für Seite und Satz für Satz diese Engelschrift, wo ich sage, ob das sinnvoll ist, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen, weil natürlich viele anthropologische Nachweise, die sind natürlich auf dem Stand des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es Neueres und das hindert dann auch in der Behandlung der wesentlichen politischen Fragen, wenn man sich dann mit diesem Wissensstand des letzten Jahrhunderts auseinandersetzen muss. Also vor allem was diese menschheitsgeschichtlichen Fragen und, angeht, da gibt es Neueres und Besseres. Aber vielleicht jetzt nochmal zu diesen fünf Stufen, die der Paul auch vorhin in seinen Folien dargelegt hat, da hätte ich noch eine Anmerkung. Eins ist ganz wichtig, in jeder Gesellschaftsordnung findet man die Form der nächsthöheren Stufe schon vor. Nur beim Übergang vom Kapitalismus, vom Sozialismus ist das nicht der Fall. Also das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, auf den der Ernest Mandel auch immer wieder in Schulungen hingewiesen hat, dass da eben beim Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus nicht so ist, beziehungsweise wenn es so eine Vorform gibt. Das ist ja zum Beispiel denkbar, wenn Arbeiter einen Betrieb besetzen und dann die Produktion weiterführen wollen und so weiter. Die praktischen Beispiele zeigen ja dann, das klappt einfach nicht. Und das scheint mir wichtig zu sein. Während bei allen anderen vorherigen Formationen eben schon vorher die Keime der nächsten Formation angelenkt waren. Ja, aber also ich verweise hier auf eine ganz wichtige Erkenntnis von Trotzki. Trotzki hat ja sozusagen das Gesetz der ungleichen und kombinierten Entwicklung sozusagen herausgefunden. Und das ist ein Aspekt, den man hier auch immer wieder anbringen muss, nämlich dieses Stadienmodell sozusagen, also ist erstens mal sehr problematisch, zweitens beschreibt es nur eine europäische Entwicklung und drittens wird in diesem Modell überhaupt nicht gesehen, welche Rolle andere Gesellschaftsformationen, ich habe vorhin von der asiatischen Despotie oder russisches Mir und so weiter gesprochen, gehabt haben. Also die Entwicklung selber ist aufgrund des Ineinandergreifens dieser unterschiedlichen Entwicklungsstufen, die es in der Menschheit gegeben hat, vor allem in Asien gegeben hat, erheblich komplizierter. Das ist im Übrigen auch eines der Probleme, eine wirklich materialistische Imperialismustheorie zu machen, also die nicht nur sozusagen die aktuelle kapitalistische Situation beschreibt, sondern zurückreicht über in die Wurzeln und so fort. Ne? Also wie gesagt, immer an kombinierte Entwicklung denken. Und wenn wir bei der Schrift sind, da wurde ja auch von der Sozialdemokratie und im Grunde ja auch vom Stalinismus auch so ein Topos daraus entwickelt, von Engels, der mit Engels auch gar nichts zu tun hat, nämlich das Konzept des Volksstaates. Es gab sogar eine Zeitung oder Zeitschrift, die der Volksstaat geheißen hat. Also der Begriff Volk, mal abgesehen davon, dass es ein sehr deutscher Begriff ist und man sich angucken muss, was damit in anderen Sprachen oder anderen Kulturen gemeint ist, der vergleistert eben die Klassengegensätze. Und das ist genau das, was der Engels den auch sozialdemokratischen Führern immer wieder vorgeworfen hat. Liebe Leute, schaut genau hin, wer sind die eigentlich, unter welchen Bedingungen handelnden und wie sieht die Klassenstruktur der jeweiligen Gesellschaft aus? Also all diese Dinge, die bei Engels zumindest en nüs angelegt sind, da kann man ungeheuer vieles lernen. Also Konfliktmodell, nicht Harmoniemodell, wie es Sozialdemokraten aller Schattierungen gerne haben. Jo, gibt es noch eine Frage oder Anmerkung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, also dann danke ich euch für eure Geduld. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und wünsche euch trotz
Corona ein besinnliches Fest, sagen wir mal. Ja, und wenn ihr uns noch nicht so gut kennt, die Münchner Gruppe ist erreichbar über die E-Mail-Adresse München, also mit UE geschrieben, @intersoz.org und ansonsten unter dem Punkt, unter der Gruppe ISO München auf Facebook zu finden. Und intersoz.org, da ist die Homepage der ISO insgesamt. Da findet ihr Artikel zu alles Mögliche, unter anderem von Mondell, 2 Rezessionen zum Start zum Beispiel, etc. Okay, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Wünsche euch ja schöne Feiertage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.